Ey, 40. Ey, das Musikvideo ist crank gut. Das Musikvideo ist richtig, richtig strong. Oh, ist einfach wieder ein Hit. Ist einfach wieder ein Hit, Mann. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, du siehst heute wieder fantastisch aus. Vielen Dank fürs Einschalten. Friends, wir geben uns heute von 40 und Bowser den neuen Song Heimkommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Erst einmal, falls ihr tägliche Musikreactions auf den neuesten Songs haben wollt und auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Stuff. Wir geben uns Studio-Sessions, Tour-Blogs in nächster Zeit und auch die 187-Blogs von damals. Falls ihr auch Bock habt, lasst jetzt gerne ein Abo da, Freunde. Es kommen heute noch einige Videos online und morgen auch. Deswegen würde ich mich sehr freuen, euch hier begrüßen zu dürfen, Freunde. Wir geben uns jetzt hier von 40 Bowser neuen Song Heimkommen und ich bin sehr gespannt. Wir wissen ja, dass Life is Pain in letzter Zeit rasiert wie kein anderes Label. Wir haben jetzt von Jamule das zweite Album Sold, was rausgekommen ist, wo wir auch zusammen reinhören werden. Und jetzt mit 40 und Bowser eine unfassbar passende Kombination in meinen Augen. Mit Heimkommen, den ersten Song von den beiden zusammen, soweit ich weiß. Produziert von Chica, Borky und Bowser selber. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen kurz in die Videobeschreibung, Freunde. Das Ganze ist After Hour. Ist After Hour das neue Album von 40? Ja, tatsächlich, Freunde. Ich werde euch die Albumbox, die limitierte After Hour Albumbox, in die Beschreibung unter den angepinnten Kommentar ballern. Ich selber sammle auch Albumboxen. Deswegen werde ich sie mir auch gleich noch bestellen. Das Video ist von... Bro, wo steht denn das? Es sind sehr viele Leute verlinkt, was mir sehr gefällt. Okay, Regie von Christoph Zulecki und Niklas Koskan. Okay, Freunde, wir hören rein zusammen. Ich bin sehr gespannt. Let's fucking go. Der Schriftzug erinnert sehr an Komm Komm von Kapital, oder? War das Komm Komm? Erinnert mich sehr daran. Ich weiß es genau. Am Ende der Nacht ist die Nase von all diesem Weiß wieder taub. Alle Marlboro-Schachteln sind leer und ich hab davon am meisten geraucht. Ey, ich liebe diese kratzige, raue Stimme von Bowser. Die hat so einen einzigartigen Vibe einfach. Alle Marlboro-Schachteln sind leer und ich hab davon am meisten geraucht. Der Tag hat die Nacht schon besiegt, denn der Himmel ist seit 3 Stunden blau. Drei Stunden blau. Oh, Bowser auch schöner Mann. Muss man einfach, Bowser schöner Mann. Schon besiegt, denn der Himmel ist seit 3 Stunden blau. 3 Stunden blau, denk nicht so weit. Scheiß auf die ganzen Termine, ich schau in mein Handy nicht rein. Ey, schöner Vibe von den beiden gerade, wie sie da saßen. Ist auch wieder ein schönes Poster. Ist auch Retalk wieder ein schönes Poster, 40 auch schöner Mann. In mein Handy nicht rein. Sitz immer noch in Berlin, rauch und verschwende die Zeit. Ein Mädchen erzählt mir von Liebe, doch ihr Name fällt mir nicht ein. Ey, ich finde den Flow von Bowser gerade richtig angenehm. Diese Melodie auch im Beat, dieses din 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 din. Ist ein angenehmer Vibe. Das Musikvideo übrigens, wir haben ja eine Story, die rückwärts ablaufend ist. Und zwischendurch immer wieder kleine Cuts drin, wo wir 40 und Bowser zusammen sehen. Aber ich bin gespannt, wie sich die Story noch entwickeln wird von dem Musikvideo. Allgemein bis jetzt sehr stronges Musikvideo, finde ich. Mit einer Storyline und Schauspielern drin immer sehr, sehr nice. Ein Mädchen erzählt mir von Liebe, doch ihr Name Mama, fällt mir nicht ein. Fällt mir nicht ein. Wenn ich heimkomm, warten 100 Calls auf dem iPhone. Ey, 40. Ich glaub, ich lass es besser auf Flight Mode. Ich hab kein Gefühl mehr für Zeitung. Alter, gerade auch der Vibe, wo der Typ so rückwärts in der Wohnung umhergegangen ist. Sah sehr nice aus, muss ich sagen. Sah sehr, sehr nice aus. Schöner Vibe bis jetzt. Das ist wieder so ein Song, den man im Auto oder in der Bahn gut hören kann, wenn man unterwegs ist gerade, finde ich. Ein bisschen nachdenklich unterwegs ist. Jetzt haben wir ein Beat so, während die Hook einsetzt, so ein paar 80s, 90s Vibes, so Retro-Vibes drin. Nice. Zeitung. Ey, das Musikvideo ist crank gut. Das Musikvideo ist richtig, richtig strong. Flecken auf dem Herz und der Kleidung. Und es bleibt so. Deine Augen, sie verlieren ihren Glanz. Und die Ringe darunter sind rahmschwarz. Kann dir nicht glauben, denn alles, was du mir sagst,
ist nicht wahr. Ja, ja. Ey, 40 so underrated, Mann. Allgemein, Life is Pain liefert wieder ab einfach. L.E.P. liefert ab nach Song, nach Song, nach Song, nach Hit, nach Hit, nach Hit. Das ist krank, was die für ein Output haben gerade. Nice, Mann. Mir gefällt die Stimmlage von 40 hier sehr gut. Kann dir nicht glauben, denn alles, was du mir sagst, ist nicht wahr. Ja, ja. Gib mir ein Zeichen, ich hole dich in meinen Stark. Lange Nächte auf dich an, wir bleiben wahr. Ey, auch so mental stehen 40 sehr gut. Bist du alleine, fragst du mich immer nur ab. Bitte sag, ja, ja. Warum streiten wir so laut? Sag, warum fickst du meinen Kopf? Doch wenn ich anfange, rennst du raus. Nice. Um den Block. Ja, ja. Auch wenn ich tagelang nicht hier bin und du mich ständig nur vermisst, kann das so nicht funktionieren und dein Herz zerbricht. Wenn ich schall. Ey, diese Szene, diese rückwärts abspielen, sehen so fucking geil aus. Komm. Warten 100 Calls auf dem iPhone. Ich glaub, ich lass es besser auf Flight Mode. Ich hab kein Gefühl mehr für Zeit. Und es bleibt so, wenn ich heim. Ey, das Musikvideo ist strong. Man muss sich das eigentlich einmal komplett rückwärts geben, aber das zeigt hier so zwei verschiedene Welten, die aufeinanderprallen und dass jeder so ein Doppelleben in Anführungsstrichen führt und in der geschäftlichen Welt irgendwann sich nicht mehr anpassen kann und oder möchte. Und dann halt einfach hier so ein Ausbruch passiert wie hier, dass der Typ halt im Anzug dann einfach über den Tisch tanzt und alles kaputt tritt. Krass. Wenn ich heimkomme, bin ich nach wie vor in Begleitung. Seh ein Bild von mir in der Zeitung. Flecken auf dem Herz und der Kleidung. Und es bleibt so. Ey, das hat einen geilen Vibe. Das war einen geilen Vibe. Der erinnert mich auch ein bisschen an AO Technology aus irgendeinem Grund. Ich glaube, weil im Beat irgendwas ähnliches ist. Aber es ist einfach so ein nicer Vibe, finde ich so. Du gehst so nachts irgendwie nach Hause oder so abends Dämmerung nach Hause. Fühle ich sehr. Oh, ist einfach wieder ein Hit. Ist einfach wieder ein Hit, Mann. 40 liefert wieder ab und jetzt in Kombination mit Bowser. Sehr geil, Alter. Oh. Ey, geil, Mann. Ich mag den Schauspieler gerne. Ich fand allgemein nice. Ich liebe es. Das haben wir bei L.E.P. des Öfteren, dass wir so Videos haben, wo Schauspieler drin sind. Ich fühle das zu 1.000.000%. Erstmal Shoutouts an alle Schauspieler, an alle, die am Musikvideo beteiligt waren. Sehr, sehr geil geworden. Nice, Mann. Das wird natürlich kein Hit sein, so wie Weißer Rauch es zum Beispiel war, ja. Aber das ist einfach von der Atmosphäre hier was ganz anderes. Das ist einfach sowas Chilliges, Ruhiges. Wisst ihr, was Atmosphärisches einfach. Und gerade Bowser ist der richtige Mann für sowas, weil der kann, so wie auch bei Selfmade Babylon, der kann sowas einfach machen. Der kann dieses ernstere, atmosphärische, melancholische irgendwie, das drückt Bowser für mich aus, Alter. Und 40 und Bowser passen so gut zusammen. Nice. Nice, Mann. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf After Hour, Freunde, von 40, das Album. Ich werde es mir gleich vorbestellen. Link dazu in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Lasst mir eure Meinung zum Song gerne da. Es wird jetzt kein Song sein, den ich mir 24/7 gebe, aber der ist in richtigen Momenten gut. In richtigen Momenten gut. Nicht mein Favorite Song von 40, das auf gar keinen Fall, aber der hat seine Momente, finde ich. Der hat seine Momente, wenn man so ein bisschen nachdenklich unterwegs ist und sowas. Wenn man so langsamere, nachdenklichere Musik hören möchte, ist das der perfekte Song dafür. Und ich finde einfach nice, wie vielseitig 40 auch ist. Dass er so mehr Facetten von sich zeigt. Finde ich sehr angenehm. Freunde, lasst mir eure Meinung jetzt gerne in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer und ciao.